Die Wochen vorher sind schon ziemlich anstrengend. Aber wenn dann endlich alles steht und aufgebaut ist und am Eröffnungstag die Weihnachtsbeleuchtung eingeschalten wird, dann kriege ich jetzt mal wieder Gänsehaut. Der Ingolstädter Christkindlmarkt. Tradition und Institution seit über 400 Jahren. 1570 wurde der St. Niklasmarkt zu Ehren des heiligen Nikolaus zum ersten Mal abgehalten. Dieser Markt dauerte ursprünglich nur 2 Tage. Seine Blütezeit erlebte der frühere Ingolstädter Christkindlmarkt dann im 19. Jahrhundert. Die Stände reichten damals schon vom Münster bis runter zum Neuen Schloss. Und die Standelbetreiber eiferten damals wie heute um die besten Plätze am Markt. Heute präsentiert sich der Christkindlmarkt als geschlossene, festlich erleuchtete Budenstadt auf dem Theaterplatz. Über 50 Marktkaufleute präsentieren dort ihre Waren. Das Spektrum reicht von der klassischen Handwerkskunst mit handgeschnitzten Krippelfiguren und bunten Christbaumkugeln über verschiedenste Stände mit allerhand süßen Sünden und natürlich leckerem Glühwein. Ein Fest für die Sinne. Die Handwerkskunst gehört für uns zu Weihnachten und daher kommen wir gerne nach Ingolstadt auf den Christkindlmarkt, um uns das immer wieder anzuschauen. Alleine wegen unserem Junior schon, er kann Karussell fahren, es sind ein Haufen Lichter da und die Stimmung ist einfach super. Nach der Arbeit und ein Glühwein und was zum Essen auf dem Christkindlmarkt. Egal wie kalt, das gehört einfach dazu. Dem Advent wohnt schon immer ein besonderer Zauber inne. Auf dem Christkindlmarkt ist er mit allen Sinnen zu begreifen. Wenn dann am Abend die Familien mit ihren Kindern zum Karussell hitzen und in die liebevoll gestalteten Weihnachtsmarktbuden nach Geschenke suchen, dann denke ich mir jedes Mal, ja, die Arbeit hat sich gelohnt.